Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Sachen Widerruf von Lebensversicherung nicht zur Entscheidung angenommen und damit den BGH bestätigt. Das ist auch wieder ein Meilenstein für die Verbraucher, um ihre Rechte durchzusetzen. Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers und Kreuzer. Widerruf von Lebensversicherung haben wir auch schon einige Male darüber berichtet. Bei der Kündigung bekommt man ja nur den Rückkaufswert zurückgezahlt. Hingegen, wenn die Widerrufsbelehrung falsch ist, bekommt man sämtliche Prämien ausgezahlt, die man in der gesamten Vertragslaufzeit eingezahlt hat und dazu eine Verzinsung von mindestens 4%. Manche Gerichte gestehen sogar 7% zu. Das ist natürlich eine Menge und ein ganz heißes Eisen. Die Aachen-Münchener Lebensversicherung hat versucht, dagegen vorzugehen. Und es betraf zwei Fälle. Im fraglichen Zeitraum gab es ein Gesetz, den Paragraphen 5a VVG, der besagte, dass für sämtliche Widerrufsbelehrungen, also auch für falsche Widerrufsbelehrungen, eine Widerrufsfrist von einem Jahr gelte. Und da sagte der BGH, nee, das kann nicht sein, das widerspricht hier den europarechtlichen Vorgaben und das könne nicht für Lebensversicherung gelten. Hier muss das sogenannte ewige Widerrufsrecht gelten. Das bestätigte auch das Bundesverfassungsgericht und nahm hier die Beschwerden der Aachen-Münchner gegen die Urteile des BGH nicht an und sagte, nee, der BGH hat hier gesetzeskonform die Richtlinien ausgelegt und auch umgesetzt. Was heißt das nun für den Verbraucher? Achten Sie darauf, ob Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben im fraglichen Zeitraum. Und hier lassen Sie vielleicht durchrechnen, ob es sich lohnt, vor allen Dingen für jüngere Lebensversicherungen lohnt sich das, ob man hier nicht doch diese widerruft und die gesamten Prämien nebst Zinsen zurückholt. Kann für Sie ein großer Vorteil sein. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns doch einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Channel.